Moin Mädels. Moin Jungs. Herzlich willkommen zu einem neuen Outlast-Video hier auf diesem Kanal. Mein Name ist Kato de Kalle Kuschinski. Ich bin ein absoluter Angsthase. Also wirklich. Es haben viele nach einem neuen Outlast-Video geschrien. Ich wollte eigentlich warten, bis ich tatsächlich den Pulsmesser hier habe. Wir haben jetzt ein Pulsmesser bestellt. Das hat sich jetzt alles leider ein bisschen verzögert. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall noch ein Outlast-Video geben, wo der Pulsmesser benutzt wird. Da bin ich sehr gespannt. Das letzte Mal sind wir in die Zelle gegangen, haben dahinter so einen kleinen Gang entdeckt, wo wir hochgeklettert sind. Nachdem wir hinter der Zelle hochgeklettert sind, sind wir dann hier diesen Gang lang gegangen. Und jetzt stehen wir hier vor dieser Tür. Und das sieht nicht so einladend aus, bin ich ehrlich. Übrigens, falls meine Stimme ein bisschen komisch klingt, ich schlafe in letzter Zeit ein bisschen wenig, weil ich die ganze Nacht Rust spiele und das streame. Twitch.tv/Kalle, du kannst jeden Abend reinschalten und ein bisschen Roleplay vom Kalle auf dem Rust-Server sehen. Ja, dann gehen wir da mal. Gehen wir da mal rein. War das eine Kontaminations? Bin ich dekontaminiert? Hä? Eben war es grün, jetzt ist rot. Inaktiv. Ich komme nicht mehr zurück. Oh. It's over with my life, Alter. Ey, Bruder. Okay. Noch eine Kontaminierung. Ah, scheiße. Das war eine Kamera. Oh, die scheint zu funktionieren. Yo. Ist dir gut? Mal schauen, dass mich ein bisschen mehr... Alter, der malt mit Blut. Jetzt sind einmal Blut dabei. Hier ist wieder eine Akte. Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann. Mein Patient Martin Achimbaut hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt. Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine schizoaffektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen. Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen. Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Glozapin mehr als geschluckt. Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht. Außer Murkoff möchte erreichen, dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen. Dr. Neil Wolfram. Also er will, dass ich hier reingehe. Da möchte ich eigentlich nicht lang. Wenn du Türen schließt, kannst du Verfolger abbremsen. Verfolger? Die Tatsache, dass ich mich hier verstecken kann, ist ein bisschen kacke. Yo! Was geht?
Komme ich jetzt an dem vorbei? Achso, der weiß, dass ich da bin? Okay. Ja, mein Gott! Ich wollte noch mal gucken. Ja, beruhig dich. Uiuiui. Kann ich gleich Arschloch zu mir sagen? Oh! Alarm! Oh, da ist der reingegangen. Tschüss. Abfahrt. Ach, du Schande. Oh, hör mir auf. Eieiei, ich also richtig am Sweaten. Da bin ich aber ganz toll Snake-mäßig, bin ich ja weg, ne? Yo, Jungs. Was ist los mit euch? Geht's euch gut oder was? Ihr seht aus. Also ihr seht einfach nur scheiße aus. Das kann ich ganz klar sagen. Alter, gleichzeitig am. Na gut. Drücke Leertaste, während du dich auf eine Kante zubewegst, um hinunterzuspringen und dich festzuhalten. Die Musik, ne? Ich glaube, da ist die Luft erstmal rein. Hier ist wieder ein Zettel. Die Tür ist kaputt. Oh nein. Die ordnungsmäßige Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Projekt Wallreider. Schauen Sie im Murkoff Corporation Wartungshandbuch MMPSMM, also irgendwas mit Sadomaso, nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Wahrscheinlich wäre er so einer gewesen. Alter, der Koffer ist aber. Ist der noch voll? Gut.
heißt ja immer, folge dem Blut. Und jetzt wollen die, dass ich in die Dusche gehe. Na klar. Ja, die haben doch schon wieder Schuhe gesmoked. Haben die doch. Alles klar, wir gehen rein. Oh, Schlüsselkarte. Die krieg ich wahrscheinlich woanders her. Kopf abgerissen! Einfach so! Ne. Ne. Da ist der Karte. Lass. Ah, mein Narkose. Lass mal duschen gehen jetzt. Wo sind die beiden Boys hingegangen? Die hier messern. Hä? Durch? Ich komme durch die Duschen. Vor wem soll ich entkommen? It's raining, man. Alhamdulillah. Ah! Oh, den Penismann! Ah, der Penismann! Penis! Penis! Nein! Hä? Ich komme durch die Duschen. Kommt der jetzt schon? Oder kommt der jetzt, wenn ich in dem Gang bin? Kommt jetzt erstmal. Ach so. Kann ich jetzt hier einfach rein? Oh ja, Penis ist weg. Das sieht auch nicht gut aus. Gut. Wieso soll ich die abschließen? Das ist ein Walkie-Talkie. Wieso kann ich das nicht nehmen? Und das sieht echt unbequem aus. Das sieht wirklich unbequem aus. Komme ich nicht rein? Müssen wir langsam wieder ein paar Batterien finden, wa? Oh, Alarm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Ah, mein Narkoyon! Der kommt jetzt hier rein! Ei, ei, ei! Der ist auch sehr hässlich. Ei.